Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die Interfaces IEnumerable of T und IEnumerator of T etwas genauer anschauen. Dazu steigen wir einfach nochmal gleich in die Definition dieser ein. Wir sehen hier eben ein Interface, das hat einen Generic definiert, der ist mit Out gekennzeichnet. Dieses Out müssen Sie im jeweiligen Fall eigentlich nicht beachten, das sagt eben bloß, ob man hier Typ Inferenz hier benutzen kann. Darüber wollen wir uns jetzt in diesem Kurs erstmal nicht genauer Gedanken machen. Aber wir sehen hier eben, dass dieses IEnumerable of T Interface von eben IEnumerable ableitet und bei getEnumerator wird ein sogenannter IEnumerator of T zurückgegeben. Und auch hier schauen wir nochmal drauf. Das ist jetzt nämlich schon wesentlich interessanter. Dieses IEnumerator of T Interface, das nutzt jetzt eben hier irgendwie eine Eigenschaft current, wo dieses T zurückgegeben wird und leitet noch von IEnumerator ab. Und hier ist eben ebenfalls dieses current, aber noch als nicht generische Variante definiert. Und wir haben hier eine Methode moveNext mit dem Boolean und eine reset-Methode. Und wie das Ganze funktioniert, dieses IEnumerable Interface, schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, ich hole mir erstmal hier die Implementierung, die ich im letzten Video eben auskommentiert habe, von Stack und Stack of T zurück. Und wenn wir eben hier eine Liste von Strings erstellen, beispielsweise so, dann könnten wir ja auch eigentlich mal einen Stack bei uns erstellen. So. Vielleicht auch ebenfalls mit String-Werten. Da sollen maximal 5 Sachen reinpassen. Und wenn ich hier Elemente hinzufüge, vielleicht auch die gleichen, das so machen, dann könnte man ja sagen, ich möchte jetzt einfach mal durch diesen Stack durch iterieren, ohne dass ich eben die Elemente erst wieder aus diesem Stack raus haben möchte. Also ich möchte einfach bloß mal lesend auf diesen Stack zugreifen und gucken, dass das Ganze ohne, dass ich diese Werte eben einzeln auslese, ohne dass ich hier eben entferne Element aufrufe. Und wir wissen ja, das geht offensichtlich bei der Liste. Wir bauen uns dazu mal eine Methode, die selber einen Generic nutzt. Das heißt einfach, gib Collection auf Konsole aus. Also eigentlich sollte ich hier sogar Aufzählung sagen. Warum, werden wir gleich sehen. Gib Aufzählung auf Konsole aus. Und wir erwarten hier, also wir definieren hier erstens mal ein T, also ein Generic, jetzt nicht auf einem Typen, wie wir es in einem vorherigen Video gesehen haben, sondern hier jetzt auf einer Funktion. Das geht genauso. Und diesen Generic kann ich jetzt eben funktionsweit einsetzen. Beispielsweise bei Rückgabetypen, bei Parametertypen oder innerhalb der Funktion. Und wir möchten hier jetzt aber ein IEnumerable of T haben. Und das ist eben die Aufzählung. Was wir jetzt machen, wir laufen eben durch diese Aufzählung durch, nutzen hier dieses T und sagen, für jedes Element in dieser Aufzählung machen wir einen Console-WriteLine mit diesem Element. Wir wissen ja aus einem vorherigen Video, dass eben, wenn hier
ein beliebiger Typ übergeben wird, wird intern toString aufgerufen, damit console_write_line eben die String-Repräsentation dieses Elements letztendlich auf der Konsole ausgeben kann. So, und dann möchte ich natürlich hier sagen, gib Aufzählung auf Konsole aus, eben für meine Strings. Und hier könnte ich das auch sagen für mein Stack. Das ärgert uns jetzt. Warum ist das so? Also wir wissen offensichtlich, dass diese List bzw. iList eben, also die generische Variante natürlich davon, eben iEnumerable of t implementiert. Das funktioniert. Das zweite, was hier interessant ist, ist, nach diesem in-Statement muss offensichtlich irgendwas stehen, was iEnumerable of t implementiert. Weil wir könnten hier jetzt nicht zum Beispiel sagen, hey, ich hätte hier gerne ein Object. Sehen wir, hier kriegen wir einen Compiler-Fehler. Aber wenn wir iEnumerable of t verwenden, oder iEnumerable als nicht generische Variante würde auch gehen, das wollen wir aber natürlich nicht, weil Collections sind bei uns Generics, haben wir. Generisch, haben wir gesagt. Hinter diesem in muss irgendein Ausdruck stehen, der mir ein iEnumerable zurückgibt. Also for each Schleifen nutzen letztendlich bloß die Funktionalität von iEnumerable of t, um alle Elemente einer Collection durchzugehen. Sei es ein Array, sei es eine Liste, sei es sonst irgendwas. Das scheint hier zu funktionieren. Wir benutzen hier eben den Parameter, den wir als iEnumerable of t interpretieren. Und hier findet letztendlich bloß die ist eine Beziehung statt zwischen diesem Interface-Typ und diesem Interface-Typ. So, und offensichtlich geht es bei uns nicht, weil unser Stack nämlich noch nicht iEnumerable of t implementiert. Und genau das werden wir jetzt machen, damit wir auch eben unseren Stack, unsere Stack-Klasse, die wir geschrieben haben, bei ForEach-Schleifen einsetzen können. Also wir gehen nochmal hier in diese Klasse. Wir nehmen auch mal die Implementierung dieser Stack-Klasse weg, oder wir schieben sie zumindest unterhalb der eigentlichen Klasse. Kann man das hier so machen? Genau. Dass wir hier eben die wichtige Klasse oben haben. Und in der implementieren wir jetzt eben iEnumerable of t. Wir sehen hier, dieser Generic T, den wir hier definiert haben für die Klasse, den leiten wir genauso an dieses Interface, das wir hier implementieren wollen, weiter. Also dieser Generic, der auch schon hier auf diesem Interface definiert ist, den geben wir jetzt hier weiter, der wird quasi von unserer Klasse nicht aufgelöst. Ja, der wird erst aufgelöst, wenn wir eben dieses Stack-Objekt instanzieren. Ansonsten ist es aber auch so, das werden wir auch in einem späteren Beispiel noch sehen, wir könnten hier uns auch vorstellen, dass wir eben diesen, wenn wir eine andere Klasse schreiben, dass wir da den Generic wegnehmen und dann hier direkt die Typangabe machen und damit den Generic der Basisklasse oder des Interfaces, das wir implementieren wollen, auflösen. Aber das sehen wir alles auch noch in einem späteren Video. So, jetzt ist natürlich erstmal interessant, was wir da implementieren müssen bei iEnumerable. Und das war eben diese GetEnumerator-Methode. Das heißt, ich implementiere jetzt mal dieses Interface hier direkt über Visual Studio. Und wir haben hier einmal diesen iEnumerator of t, den wir hier zurückgeben. Und wir haben hier eben diesen Enumerator, die nicht generische Variante. Und da die Methoden eben gleich heißen, müssen wir eins der beiden explizit implementieren. Und das ist üblicherweise eben die nicht generische Variante. Und die gibt einfach den Enumerator zurück, den wir hier auch bekommen. Also wir rufen einfach diese normale Methode GetEnumerator hier auf, die hier oben. Okay, dann ist es jetzt natürlich interessant, wie schaut denn so ein Enumerator aus? Und dazu schauen wir auch mal hier in die Vererbungshierarchie von iEnumerator of t. Und wir sehen hier, das haben wir uns ja vorhin auch schon mal kurz angeschaut, iEnumerator of t leitet eben von iEnumerator, der nicht generischen Variante, ab.
erbt eben Current, Move Next und Reset und sagt eben, dieses Current mache ich noch generisch. Das heißt, hier ist der Rückgabetyp T, hier oben wäre Object. Habe ich jetzt hier in dieser Vererbungshierarchie nicht mit eingezeichnet. Zusätzlich leitet dieses Interface auch nochmal von iDisposable ab. Ich habe schon damals eben gesagt, iDisposable existiert, weil es eben bestimmte Klassen gibt, die eventuell native Ressourcen handhaben und man möchte diese nativen Ressourcen oder Kosten oder teure Ressourcen, besser gesagt, so schnell wie möglich wieder freigeben und dafür ist dieses Interface da. Das heißt, wir könnten zum Beispiel auch einen Enumerator implementieren, der direkt einen File-Zugriff macht und der dann beispielsweise durch die einzelnen hier Zeilen dieser Datei durchiteriert und die jeweils hier über Current zurückgibt. Das würde ich aber nicht empfehlen, dass Sie das wirklich implementieren. Das sollte man wirklich anders lösen. Und stattdessen, also dieses Disposable Interface kann man eigentlich meistens die Implementierung dieser Dispose-Methode leer lassen. Vor allen Dingen bei uns, weil wir eben keine nativen Ressourcen hier brauchen. Wir kommen zu diesem Interface nochmal, wenn wir uns genauer mit File-Zugriffen und so weiter beschäftigen. Da haben wir nämlich über das Betriebssystem Ressourcen reserviert, zum Beispiel für den Dateizugriff, die wir dann eben auch immer zeitnah schließen müssen. So, ansonsten, wie funktioniert Enumerator? Mit der Move-Next-Methode kann ich immer zum nächsten Element einer Collection gehen. Wenn der Enumerator instanziert wird, schaut er auf noch gar kein Element. Das heißt, wenn ich das erste Mal Move-Next aufrufe, dann gehe ich auf das erste Element in der Collection. Also quasi die Stelle 0, wenn wir uns diesen Array anschauen, der intern von Stack of T gekapselt wird. So, und diese Move-Next-Sache, wenn ich das einmal ausgelöst habe, kann ich eben über Current, also Current heißt auf Deutsch ungefähr das jetzige Element, kann ich dann auf dieses Element, bei dem ich gerade stehe, beliebig oft zugreifen. Und Move Next gibt auch noch einen Boolean zurück. Der sagt eben False, wenn ich am Ende der Collection angelangt bin. Das heißt, angenommen, mein Enumerator steht eben jetzt beim letzten Element einer Collection und ich rufe nochmal Move Next auf, dann würde er quasi defaultmäßig Current auf einen Standardwert setzen und gibt dann False zurück, weil er eben sagt, ich bin am Ende der Collection angelangt und bitte hör jetzt auf, darüber zu iterieren. Und mit der Reset-Methode kann man dann eben den iEnumerator auf den Ursprungszustand, das heißt vor dem ersten Element der Collection, wieder zurücksetzen. So ist eben dieses iEnumerator-Interface aufgebaut. Und genau so einen Enumerator müssen wir hier jetzt eben zurückgeben. Und das machen wir einfach mal. Wir geben hier eben einen neuen Array-Enumerator zurück, of T. Und den geben wir unseren Array mit. Und die Anzahl der Elemente, die er eben ausgeben soll von diesem Array. Weil der Array könnte ja rein theoretisch nicht voll sein. Und wir erstellen uns dazu eben eine Klasse. Und auch gleich einen Konstruktor. Und wir schauen jetzt mal hier in diese Klasse zurück, die uns Visual Studio generiert hat. Die machen wir noch public. Und wir bauen uns jetzt hier eben diese Sachen zusammen. Also wir erwarten hier einen Array. Und nehmen den eben hier in diesem Feld entgegen. Und eben die Anzahl der Elemente, die wir hier ausgeben sollen. Und auch das halten wir uns eben in diesem Feld fest. Und wir machen auch noch beide Sachen read-only, weil wir diese nicht verändern wollen. Wir wollen ja nur drüber iterieren. Und zur Sicherheit mache ich auch noch einen guard-clause, damit eben dieser Array ja nicht null ist. Ich möchte ja wirklich über einen existierenden Array und nicht über null drüber
iterieren. Das wäre ja sonst Blödsinn. So, und was wir natürlich hier brauchen, ist, dass wir iEnumerator of t implementieren. Holen uns diesen Namespace mit rein und sagen jetzt eben, dass wir dieses Interface implementieren möchten. Und hier bekommen wir jetzt eben diese Sachen. Wir haben hier ein tCurrent. Hier haben wir eben ein iEnumerator of tCurrent. Hier können wir einfach die Standard-Implementierung aufrufen, also dieses hier oben. Und hier haben wir dieses MoveNext und das Reset. Dieses Dispose lassen wir eben, wie gesagt, leer, dieses iDisposable, weil wir nicht mit nativen Ressourcen direkt in dieser Klasse interagieren, können wir einfach leer lassen. Passiert nichts. Und ich schiebe auch diese Methode einfach mal ganz ans Ende der Klasse, damit sie dort uns nicht vom Wesentlichen ablenkt. Okay. So, was wir als erstes machen, wir geben hier bei diesem Current jetzt eben ein Feld zurück, das eben dazu passt. Wir stellen uns hier also einen Feldstub Current und den initialisieren wir uns standardmäßig eben auf Default of T, also den Standardwert, den wir für diesen Datentyp T haben. So, und wenn wir jetzt MoveNext machen, dann möchten wir jetzt einfach immer eine Stelle weitergehen, bis es nicht mehr funktioniert. Und auch das halte ich mir wieder in einer Variable fest, das ist eben die aktuelle Position. Und die initialisieren wir mit minus 1, weil wir wollen ja am Anfang, bevor es losgeht, eben vor der ersten Stelle im Array sein. Und das ist eben nicht Stelle 0, sondern minus 1. Und natürlich sollte ich hier auch durchgängig meine Sachen richtig machen. Okay, also beim MoveNext, was ich standardmäßig natürlich mache, ist die aktuelle Position um 1 erhöhen. Und dann nutze ich eben dieses Current. Das setze ich eben mit Array. Array von aktueller Position. Wenn das funktioniert hat, sage ich eben Return True. Und irgendwann muss ich aber auch nochmal abbrechen. Und hier mache ich eben das passend zum Fail-Fast-Prinzip eben auch das Return-Fast-Prinzip. Das heißt, ich überprüfe hier jetzt sofort am Anfang der Bedingung, bin ich mit meiner aktuellen Position eigentlich schon gleich der Anzahl der Elemente? Wenn das der Fall ist, dann mache ich eben hier einen, dann setze ich, also ich muss hier natürlich aktuelle Position plus 1 rechnen. Ich muss ja erstmal gucken, wäre die nächste Vorwärtsbewegung noch sinnvoll oder nicht. Ansonsten hier führe ich sie ja direkt aus. Hier könnte ich dann eben sagen, dass current gleich wieder default von t ist. Und wir machen hier den return false. Okay, das heißt, wir haben diese Methode, wenn wir Reset aufrufen, dann müssen wir eben Current wieder auf Default von T setzen, oder Default von T, und wir setzen die aktuelle Position auf minus 1, also wir schauen wieder auf den Anfang. So, nachdem wir das haben, Dispose ist leer, dann haben wir eigentlich schon diesen iEnumerator implementiert. Mein Code-Unterstützungstool sagt eben auch, dieses Default of T brauchen wir nicht standardmäßig, das ist sowieso schon angegeben, also kann ich es auch wegnehmen. Und hier diese MoveNext-Funktion, die wird eben hier nur so lange ausgeführt, bis wir eben an einem Punkt angelangt wären, wo wir eben über die Anzahl der Elemente hinausgehen.
Wir sollten hier eigentlich auch noch prüfen, um genau zu sein. If array.length größer, nee, kleiner gleich, Entschuldigung, kleiner ist als Anzahl Elemente, so, also wenn mir hier quasi Blödsinn übergeben wird, dann schmeiße ich noch eine neue Exception, das ist eben eine Argument out of range Exception für Anzahl Elemente mit der Nachricht, die Anzahl der Elemente darf nicht größer sein als die Länge des Arrays. Hm? So haben wir diese Fehlverhalten eben vermieden. Und so sieht eben unser Array-Enumerator aus. Dann schauen wir nochmal in die Klasse Stack. Das passt jetzt auch hier. Wir implementieren jetzt eben IEnumerable und geben eben, wenn hier getEnumerator aufgerufen wird, eine neue Instanz von ArrayEnumerator of T zurück. Übergeben uns den internen Array, den wir haben, und die Anzahl Elemente. Und wir sehen jetzt auch, dass unser Stack of T eben genauso mit IEnumerable funktioniert. Wir haben bei diesem Aufruf keinen Compilerfehler mehr. Und wir schauen uns das natürlich auch nochmal genau an. Machen wir noch einen Console-WriteLine, damit wir hier eine Unterscheidung haben. Also wir geben erst die Liste aus auf der Konsole, das ist ja nichts Besonderes. Aber jetzt geht's hier los. Wir sind hier jetzt sozusagen in unserer eigenen IEnumerable of T Implementierung. Und wir schauen jetzt mal, welche Teile von IEnumerable of T und IEnumerator of T eben jetzt hier bei diesem For-Each-Schleifendurchlauf ausgelöst werden. Also wir sehen, wir gehen erst zur Aufzählung. Ich drücke jetzt mal hier F11. Und wir sehen, hier wird jetzt getEnumerator einmal aufgerufen, wenn die For-Each-Schleife sozusagen gestartet wird. Wir instanzieren hier unseren ArrayEnumerator. Legen eben diese Sachen hier fest. Und geben den zurück. Dann kommen wir ins In. Aha, jetzt wird jeweils, wenn wir In erreichen, sozusagen Move Next aufgerufen. Das heißt, wir landen jetzt hier bei aktuelle Position +++. Wir sind quasi jetzt bei 0. Wir haben es ja mit -1 initialisiert. Und holen uns jetzt das Element an Stelle 0 von diesem Array und setzen das als Current. Und sagen dann Return True. Und dieser Wert von Current wird jetzt eben genau hier diesem Element, dieser variablen Element zugewiesen. Und hier landen wir dann eben draußen. Und wir müssen eben, wir haben drei Elemente in unserem Stack drin, das heißt, wir müssten genau drei Schleifendurchläufe haben. Entschuldigung. Und wir sehen, genau das ist der Fall. Und wir steigen hier wieder raus und können jetzt auf der Konsole betrachten, dass auch unsere eigene IEnumerable of T Implementierung hier funktioniert hat. Also, was nehmen wir aus diesem Video mit? Offensichtlich ist IEnumerable of T sehr wichtig, denn die For-Each-Schleife nutzt IEnumerable of T für die Aufzählung in eben der Schleifendefinition. Das heißt, alles, was IEnumerable of T implementiert, kann im Zusammenhang mit einer For-Each-Schleife genutzt werden. Wir haben uns dann eben selber IEnumerable of T für unsere Stack of T-Variante implementiert. Wir sehen, hier ist die Implementierung sehr einfach. GetEnumerator gibt einfach ein neues Objekt zurück von ArrayEnumerator, dem wir eben den internen Array, den wir im Stack verwalten, übergeben und die Anzahl Elemente, die dieser Enumerator iterieren soll. Und die eigentliche Logik ist dann wirklich in diesem Enumerator drin. Nochmals zusammengefasst, wir stehen mal am Anfang, wenn das Ding initialisiert wird, vor dem ersten Element, das wir eben ausgeben sollen. Wenn das erste Mal Move Next aufgerufen wird, wird eben auf das
nullte Element in diesem Array sozusagen der Enumerator bewegt. Und konsekutive MoveNext-Aufrufe sorgen eben dafür, dass wir jeweils zum nächsten Element gehen, bis wir eben irgendwann zu dem Punkt kommen, in dem der Enumerator sagen sollte, hey, ich bin jetzt hier eben an der Stelle, wo die Enumeration vorbei ist. Ich setze hier eben current wieder auf default of t und sage, okay, die Enumeration ist vorbei, MoveNext gibt dann false zurück. Und das ist auch der Indikator für die For-Each-Schleife, dass kein weiterer Schleifendurchlauf gebraucht wird. Und wir landen dann eben wieder außerhalb des Schleifenkörpers. Diese Reset-Methode wird von der For-Each-Schleife selber gar nicht genutzt. Aber wie die For-Each-Schleife dann wirklich im Genauen aussieht, das schauen wir uns auch nochmal im nächsten Video an. Also wichtig ist, wenn wir eine Collection selber implementieren sollen, dann sollte sie mindestens IEnumerable of T implementieren, denn wenn wir eine Collection haben und als Nutzer einsetzen wollen, dann erwarten wir auch, dass wir die auch in For-Each-Schleifen mit einsetzen können. Was wir zum Beispiel noch nicht haben in unserem Stack ist, dass wir hier Indexer-Unterstützung haben, aber das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt hier implementieren. Es ging eben bloß darum, For-Each erwartet IEnumerable of T. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Im nächsten Video schauen wir uns dann nochmal etwas genauer an, wie sieht denn eigentlich der Code der For-Each-Schleife aus, wenn wir den jetzt mal wirklich ausformulieren, mit all den Infos, die wir jetzt zu IEnumerable of T eben gehört haben und natürlich auch zu IEnumerator of T. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald.